Gut, dann machen wir jetzt hier erstmal weiter wohl. Auf der Suche nach Wissen. Nö, geht schon wieder runter. Boah, ist das nervig. Ah, hier ist auch nochmal irgendwas. Ja, blöd, du kriegst hier einfach nichts. Den Würfel da nicht reintun, ich weiß nicht warum. Irgendetwas fehlen. Irgendetwas fehlt hier. Ja, und ich habe keine Ahnung, was. Vielleicht müssen wir hier noch mal raus. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, ich weiß. Keine Ahnung. Vodafone ist halt behindert. Normalerweise sollte ich jetzt wieder einen Monat kein Internet bezahlen müssen. Fassbar nervig. Ruhe, die mir egal. Ich will ja hier irgendwie. Frage ist, ob wir noch einen Würfel mehr mitnehmen könnten, dürften. Ja. Ja, es gibt ja jetzt irgend so ein Gesetz seit letztem Jahr, habe ich gelesen, dass man, wenn man irgendwie, dass man da schneller sagen kann, nö, ich will eine Minderung haben oder so. Aber gut, das ist jetzt das erste Mal im Monat, da kannst du wahrscheinlich nichts machen. Wir jetzt hier irgendetwas. Auch hier. Ja, das heißt. Keine Ahnung.
was das genau heißt. So, das hier wieder raus. Wasser kann man die Dinger nicht aktivieren. Okay. Müssen mal rein, wenn wir alle haben, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, aber jetzt noch einen Würfel, oder? Heißt, wenn der da... Oh man, ey, so ein Mist. Da ist der noch drin, ne? Der ist noch drin, das ist okay. Maximal nochmal bei den Schaltern probieren. Man weiß halt leider nie, inwiefern hier irgendwas verbuggt ist. Ist dafür das Ding dann jetzt aktiv? Das Ding ist halt einfach nicht aktiv. Ach, jetzt geht es. Ja, natürlich. Ja, klar. Eben nicht. Jetzt schon. Und man sich ja wieder denken. Was ist dann doch wohl buggy eher? Da ist das Internet wieder weg. Und gut. Aber da machst du halt jetzt irgendwie nichts. Müssen wir halt durch. Habt ihr den Würfel? Gut. Dann nehme ich diesen Würfel und wir machen uns auf den Weg. Da beide Pumpen abgeschaltet sind, steigt das Wasser jetzt noch höher. Das war einfacher als erwartet. Es freut mich, dass ihr all die harte Arbeit übernehmen konntet. Mit dem Würfel, den ich aus dem Pumpensockel genommen habe, sollten wir nun insgesamt 5 haben. Genauso viele brauchen wir. Jetzt können wir endlich versuchen, diese Kessel in Gang zu bringen. Okay. Dann probieren wir das. Internet war gerade wieder weg. Schön. Ich versuche das jetzt einfach noch, diese Quest irgendwie trotzdem zu machen. Und dann höre ich dann heute auf mit Stream. Bringt halt so gar nichts. Ist halt Quatsch. Ist halt einfach nur großer Quatsch. Dann tun wir einen da jetzt rein.
Ach so, hier ist überhaupt nichts. Ja, schade. Dann gibt es hier nichts mehr, was wir brauchen. Haben wir jetzt zu Ende gerätselt hier dann? Keine Ahnung. Nehmen wir mal hier mit. Aber aufgrund des Internets, auch wenn wir jetzt hier gleich dann vielleicht schon direkt fertig sind, werde ich dann den Stream heute beenden. Das klappt halt ja einfach nicht richtig. Ne? Daher. Wenn ihr die Kessel in Gang bringen wollt, braucht ihr den Würfel, den ich bekomme. Hier, ich habe diesen Würfel für euch aufgehoben. So brauchen wir diese Würfel. Habe ich das nicht schon beim ersten Mal erschöpfend erklärt? Nee, ich glaube nicht. Die Kessel in der großen Halle versorgen den oberen Leseraum mit Dampf. Und genau den brauchen wir, um die Schutzvitrine zu öffnen. Wir brauchen insgesamt 5 Würfel. Einen zur Steuerung der Pumpen in der großen Halle, die restlichen, um die Kessel in Gang zu bringen. Sollen wir dann mal weitermachen? Okay, wir müssen einen hier dann machen, dann senkt das hier ab. Und dann brauchen wir hier 4 Stück. Einmal, zweimal, dreimal. Genau. So, der hat irgendwie nicht schon gemacht, was er sollte. Es scheint geklappt zu haben. Gut. Es hat länger gedauert als erhofft, aber wenigstens ist es geschafft. Das ist richtig. Noch ein Dampfzenturion. Wo? Oh. Wo? Oh. Ah, da. Ah, kein Ding. Die Dampf. Ein Dampf-Tentorio, wie du es gesagt hast. Hier. Ich gehe wieder nach oben und sehe nach, ob der Leseraum wieder Dampf hat. Falls ja, sollte es einfach sein. Goldbaren Saphir und Nieder- und Tote vertreiben brauchen wir nicht. Mara. 700, nochmal 1000. Müssen wir fast nochmal zur Diebesgilde. Ey. Weg zum schwarzen Buch. Endlich. Der Weg des Wissens ist abgeschlossen und wir machen erstmal ein Foto Cheese aus dieser blöden Kaktwemer-Ruine. Hilfe. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens. Nein, jetzt rennt der Penner da rein. Ich töte dich. Oh, ich hasse es. Habt ihr euch verdient? Ja, dann werden wir wohl mal erstmal wieder da reingerissen. Verbriefter Scharfsinn. Diese Bücher haben schon viele in den Lern das verborgene Wissen bucht. Verbriefter Scharfsinn. Oh, hier ist wohl mir egal. Was passt schon? So. Nicht so. Schick, schick, schick.
Nee. Ich finde diese Parallelwelt hier eigentlich überhaupt gar nicht schick. Weil nicht. Sieht ein bisschen seltsam aus. Und ja. Und oh, rein da. Ups. Was ich hier halt nicht wirklich mag, ist, dass man hier eigentlich wieder alleine rumrennt und es dadurch natürlich ja, eindeutig schwerer wird, das Ganze. Und je nachdem, was für Gegner kommen, hat man ja hier eh schon immer genug Probleme. Komm zurück. Komischer, bewegender Gang. Okay. Haben wir es schon. Das ging aber schnell. Okay. Öffnen. Kapitel 2. Ach so, wir müssen mehrere Kapitel spielen. Jetzt geht's aber los hier. Okay. Aufhören. Du Arsch. Oh Mann. Baum fällt. Und dann können wir jetzt niederschießen. Uff. Uiuiui, machen wir mir. So, Schmiedekunst, nicht schlecht. Die Sachen, die sie droppen, sind schon recht schick. Ascherhaufen hat nichts. Bücher überreistet. Ja, die droppen immer Bücher. Ein Albtraum. Okay. Haben wir noch so ein Ding? Ach, das ist das Kapitel 2 Buch, wo wir ja reinkamen. Ja, natürlich. Hier ist Kapitel 3. Mhm. Durchsuchen, Kokon. Aha, was hier nicht alles drin ist. Und Kapitel 3. Ich weiß nicht, wie geil ich das finde, dass das jetzt hier so lang geht. Yo, danke, Cooldown, Schrei, aber dafür habe ich gerne meinen Controller wieder aufgefangen, bevor er hinfällt. Ach, hallo. Ja, du siehst schon irgendwie gefährlich aus. Ich mag die Sucher nicht wirklich. Alleine, wie gesagt, sind die halt alle ätzend. Ich hoffe, dass ich den wie heißt der? Auf jeden Fall, dass ich den Boss nicht alleine machen muss ganz am Ende, weil der ja auch in dieser Parallelwelt ist. Das ist schon ziemlich am Mist, muss ich sagen. Okay, der Sucher hier. Oh, der geht mal meilenweit daneben. Ja.
Bogen rettet mich hier aber schon ziemlich, muss man sagen. Dass man den Kram hier alleine machen muss. Geht es dann ja fast noch. Hier geht's. Nein, warte. Drei Ebenen. Da ist ein Sucher. Am Ende müssen wir wahrscheinlich dann da hinten weiter. Hallo. Der ist gar keinen Schaden macht, der Schmutz hier, das ist ja schon wieder ätzend. Ja, klar. Was ist passiert? Was habt ihr gesehen? Jeder macht beim Lesen dieser Bücher ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich fand mich an einem anderen Ort wieder. Das ist ziemlich normal. Zumindest für jene, die noch klar genug bei Verstand waren, um von ihren Erlebnissen zu berichten. Ihr wart in Apokrypha. Oder vielmehr euer Bewusstsein. Euer Körper blieb natürlich hier. Ihr solltet das Buch noch einmal lesen, bis ihr am Ende angelangt seid. Dann habt ihr das darin enthaltene Wissen vollkommen verstanden. Muss ich jetzt hier jedes Mal von vorne anfangen? Bitte nicht. Nein, muss ich tatsächlich nicht. Die Gegner sind bis dahin dann auch nicht mehr da. Könnte man fast versuchen, zügiger durchzukommen, eventuell. Ja, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Gut. Da steige ich, gehe ich dann gar nicht raus, wo der ist. Fährt ja noch eine. Genau, das. Die Tür müssen wir wahrscheinlich aufmachen. Wir müssen am Ende dahin. Aber jetzt glaube ich jetzt am Anfang noch nicht. Kann das sein? Oh, zwei Sucher, ey. Nix. Wir können mal gucken, ob wir da reinkommen. Ich glaube aber nicht. Müsste ja das eher am Ende sein. Gehe ich von. Oh ne, hier kommen wir rein.
Oh man. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Oh. Oh no, aber ein normaler Schleicher, die gehen ja noch ein bisschen eher als die anderen Mistviecher. Halten aber auch trotzdem eine Masse aus, wie man hier sieht. Mann, Mann. Aufhören. Umfallen, liegen bleiben. Oh Mann, nein. Nur ganz kurz weg. Also, ich habe hier die Luft, die Wand in der Luft getroffen, das ist schade. Kann ich die wieder rausnehmen? Jo. Ja, noch ein Pfeil? Au, der hängt auch in der Luft. Immer dramatisch. Ah, es geht weiter zu dem. Ah ja, okay, cool. Optimal. Speicher dann immer so noch so kämpfen. Ich fange nicht nochmal von vorne an, da habe ich jetzt weniger Lust zu. Also. Ja, ja, ist in Ordnung. Yeah, ich kann wieder keine Schreie machen. Danke, Spiel. Geht immer noch nicht. Ja, ich muss mal anfangen, die zu looten, Mann. Die haben doch meine Pfeile noch, oder nicht? Nee, haben sie nicht. Das ist Unsinn. Wieder zwei. Okay, dennoch. Oh, das ist ein aufstrebender Sucher. Okay. Alter, das verdoppelt sich nicht. Das ist angenehm. Das ist doch sehr angenehm. Ja, ist okay, warte mal. Komme ich jetzt nach Kapitel 4. Jo. Das ist gut. Hier ist eine Truhe. Oh, not Gold. Und auch nur Schmutz. Da haben wir es, glaube ich. Schwarzes Buch, verbriefter Scharfsinn, tatsächlich. Gut gemacht, ach, mein hey. Champion. Eure Suche nach Erleuchtung
hat euch endlich zu mir geführt, genau wie ich es erwartet hatte. Was wollt ihr dieses Mal von mir? Ihr habt mein Reich betreten. Ihr sucht das verbotene Wissen, das bislang nur ein anderer erhalten hat. Ihr seid ein Drachenblut, genau wie Mira'ag vor euch. Ihr sucht Wissen und Macht. Herzlich willkommen, Mira'ags Geheimnisse zu erfahren. Ich brauche eure Hilfe nicht, ich werde alleine gehen, Mira'ags Geheimnisse. Sag mal, was ihr wollt, mein Herr, und ich bringe es euch. Nein, ja, ich bin gekommen, Mira'ags Geheimnisse zu erfahren. Alles, was er weiß, weiß er von mir. Ich weiß, was ihr wollt. Euch die Welt mit eurer Macht als Drachenblut gefügig machen. Das ist eigentlich falsch, wir werden nur Mira'ag töten. Hier habt ihr das benötigte Wissen. Auch wenn ihr nicht wusstet, dass ihr es brauchtet. Das zweite Wort der Macht. Benutzt es, um euch die Sterblichen gefügig zu machen. Aber das reicht noch nicht. Mira'ag kennt das letzte Wort der Macht, ohne dass ihr ihn nicht übertreffen könnt. Mira'ag hat mir gut gedient und wurde dafür belohnt. Ich kann euch dieselbe Macht verleihen, aber jedes Wissen hat seinen Preis. Sagt mir, was ihr wollt, mein Herr. Wie lautet euer Preis für das letzte Wort? Warum brauche ich dieses Wort der Macht, um Mira'ag zu bewegen? Ist Mira'ag nicht euer Verbündeter? Weshalb helft ihr mir, ihn zu bezwingen? Er hat mir lang und gut gedient, aber seine Dienerschaft lässt ihn langsam unruhig werden. Sein Verlangen, in eure Welt zurückzukehren, wird meinen Einfluss vergrößern, aber ihn auch meiner direkten Kontrolle entziehen. Vielleicht ist es an der Zeit, ihn durch einen loyaleren Diener zu ersetzen. Einen, der meine Gaben noch zu schätzen weiß. Okay. Wie lautet das? Wissen gegen Wissen. Die Skal haben mir ihre Geheimnisse über viele lange Jahre verwehrt. Es ist an der Zeit, dieses Wissen in meine Bibliothek aufzunehmen. Ich werde mit den Skal sprechen und euch ihre Geheimnisse bringen. Natürlich werdet ihr das. Und dann gebe ich euch das Wissen, nach dem ihr sucht. Schickt mir den Schamanen der Skal. Er hütet die Geheimnisse, die bald mir gehören werden. Ah ja, sehr schön. So, jetzt können wir hier wieder gucken, was wir wählen, ja? Frost des Drachenbluts. Frost des Drachenbluts. Den Schreifrostatem hüllt Gegner in Eis. Nein.
Flammendrache. Wenn dein Schrei Feueratem einen Gegner tötet, erhebt sich aus der Leiche ein Feuerdrache, der 60 Sekunden lang für dich kämpft. What? Und wir benutzen das ja eher am meisten. Unerbittliche Macht verursacht mehr Schaden und kann Gegner auflösen. Nee. Ein Drachen beschwören, hallo? Und das ist das Ding, was wir eh die ganze Zeit benutzen. Unser. Goldstein. Habt ihr durch das Lesen dieses schwarzen Buches überhaupt erfahren, was ihr wissen wolltet? Ich habe mit Emeus Mora gesprochen. Dafür erscheint ihr mir noch erstaunlich normal. Was hat er gesagt? Er muss etwas von euch gewollt haben. Er wollte die Geheimnisse der Skull im Austausch gegen das dritte Wort. Ach, welche Geheimnisse können Sie schon vor dem alten Mora verbergen? Klingt wie ein gutes Geschäft. Hermeus Mora lernt ein paar faszinierende neue Methoden zum Häuten eines Horkers, während ihr zum zweitmächtigsten Drachenblut aller Zeiten werdet. Okay. Ab nach Solstheim wieder. Och, Leute. Bei Malak hat 10. Rosulha. Bleib und warte, weil den Drachenkill nehme ich mir mit, weil der ist geschenkt mit so viel magischer Kraft. Oh. Das war, glaube ich, der schnellste Drachenkampf, den wir bis jetzt hatten. Danke an ihn hier, an den Dunkelelfen. Ich muss dies hier in mein Labor bringen lassen. Ich deine Seele nicht. Hey! Ich frage mich, das ist frech. Wäre ein fantastisches Testobjekt. Ne, nicht wahr? Okay, dann nicht. Der Waldmensch, sprich mit Storn. Jo, okay. Ich glaube, wir werden heute nicht fertig mit dem Dragonborn DLC. Erstmal macht mir das Internet einen Strich durch die Rechnung. Ich raste aus, Mann. Stimmt etwas nicht, Fanari. Ich fühle es in meinen Knochen und rieche es in der Luft. Baldur würde nicht weggehen, ohne es jemandem zu sagen. Macht euch keine Sorgen, Deor. Möchtet ihr schon graue Haare haben, bevor ihr 40 Winter erreicht? Mein Herr. Egal, wir verkaufen dann jetzt eben noch Sachen bei der Diebesgilde. Und dann werde ich dann heute aufhören. Ja. Weil es macht so keinen Sinn. Macht auch so keinen Bock. Und damit. Ja, jetzt stürzt das Scheißspiel auch noch ab. Boah, ey. Hallo. Ja. So, bitte jetzt nicht abstürzen, du blödes Spiel. Kapitän Gialon kümmert sich hier ums Geschäft. Respekt. Bin fasziniert, liebes Gilde. Zum Ab. So. Schön, euch wiederzusehen, Freund. Mirak hat die Drachenseele aufgenommen. Tut mir leid, Löschchen. Ich habe Wichtigeres zu tun.
Wir reden ein andermal. Gut. Wir verkaufen jetzt eben noch. Und dann werde ich halt den Stream beenden. Das macht so einfach gar keinen Sinn. Macht auch so keinen Spaß, wenn das immer abstürzt alles. Wo ist sie denn? Da. Willkommen. Werft einen Blick drauf. Macht so nicht wirklich Spaß. Leider. Also gut. Was? So, hier. Der, da für dich noch ein paar Sachen. Sehr gut. Ich repariere. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich möchte Sachen verkaufen. Das geht schon. So. Bis zum nächsten Mal. Wollen wir wissen, die Sachen loswerden hier. Beim nächsten Stream dann, ich vielleicht morgen, kann durchaus sein, warum auch nicht. Kommt drauf an, wie fit ich morgen noch bin nach der Arbeit. Machen wir dann weiter mit dem DLC hier und können es vielleicht sogar abschließen, wer weiß. 279.000, wunderbar. Dann würden wir morgen, denke ich, auf jeden Fall das Dragonborn DLC abschließen können. Wenn das Internet natürlich hält, sonst nicht. Ansonsten, ja, können wir dann auch noch die Ausgrabungsquest fertig machen. Die ist die einzige Nebenquest, die ich auch auf Solstheim auf jeden Fall noch machen will, weil die haben wir jetzt die ganze Zeit gemacht. Das wäre blöd, wenn wir sie nicht beenden würden, finde ich. Ich glaube, wir müssen ihn auch am Ende töten, den Typen, oder? Glaube ich. Nicht mehr ganz genau. So, dann ab nach Solstheim. Bitte ohne Spielabsturz. Wäre großartig. Die Nordmaid ist seetüchtig und abfahrbereit. Begeistert. So, 463 Gewicht haben wir dabei. Wir machen dann eben eine Schnellreise in das Galldorf. Und hier an der Stelle... Warte mal, gucken wir mal. Mein Sohn und ich sammeln Gegenstände, um sie mit Reisenden zu tauschen, okay, die unser Dorf besuchen. Und hier an der Stelle machen wir dann jetzt Schluss für heute. Macht leider nicht mehr Sinn, weil ich weiß nicht, wie oft das Internet noch ausfällt. Und ja, ist dann halt einfach blöd. Immer wieder Verbindungsabbrüche und ist man dann auch immer irgendwie beim Stream immer wieder raus. Macht halt so einfach echt keinen Spaß. Ich versuche, wenn ich morgen halbwegs fit bin, dass wir morgen streamen. Dann machen wir jetzt hier weiter mit der Waldmensch. Und versuchen, wie gesagt, herauszufinden, wie wir Mirak töten können. Die Geheimnisse der Gall sozusagen erfahren können. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Habt einen guten Start in die Woche. Und wir sehen uns dann sehr, sehr, sehr wahrscheinlich morgen Abend, wenn das Internet wieder halbwegs funktioniert. Macht's gut und wir sehen uns. Tschüss.